Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Monster Hunter Stories 2. Endlich gehen wir in den Wald des Wächterratter. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe mir überlegt, ob ich jetzt zwischen den Folgen tatsächlich nochmal meine Waffen und so weiter aufrüste. Aber ich dachte mir, okay, nö, machen wir mal zusammen. Denn wir hatten ja jetzt auch Pucke Pucke umgehauen, neues Zeug, glaube ich, bekommen. Unter anderem von Jan Kutku und so weiter. Und wir können ja nochmal zusammen schauen, ob wir tatsächlich neue Waffen bekommen. Unter anderem das Schwert hier, die blühende Klinge. Kritische Rate geht runter. Ich möchte das gerne mal mit meiner aktuellen Waffe vergleichen. Ah ja, hier, da geht das. Mit dem hier möchte ich es gerne vergleichen. Warte mal, 19,3 und meins hat gerade 17,5. Dafür habe ich aber noch Feuerschaden auf mein... Ach guck, da sehe ich das jetzt gerade. Ah, guck mal, links unten steht jetzt 100 Haupter und rechts die blühende Klinge. Okay. Hulu Duda ist auch cool hier unten. So, also theoretisch macht es mehr Schaden, aber wir haben halt noch den Feuereffekt drauf, der auch noch Schaden macht. Das müssten wir eigentlich mal gucken. Und wir haben halt mit dem 100 Haupter eine höhere kritische Rate. Wir können einfach mal gucken, ob wir das mal verbessern können. Das Schwert, tatsächlich können wir das gerade... Können wir das verbessern? Es kostet nur 2100. Das haben wir auch. Wir brauchen... Schuppen... Okay, wir müssen Jan Kutku tatsächlich noch ein bisschen umhauen. Also wir haben zwar hier unten genug, aber wir haben nicht genug Jan Kutku Mats, um das Schwert hier weiter hochzuballern. Schade. Das hätte ich vielleicht auch mal zwischendurch gucken müssen. So, das können wir tatsächlich weiter verbessern. Oh, guck mal, wow. Wow. Das wird sogar dann stärker als das Hunenthaupter. Warte mal, das verbessern wir mal kurz eben. Können wir das dann noch weiter verbessern? Ja. Wir machen das mal rein hier. Können wir... Nee, das ist schon Max. Okay, 23 und 3. Das ist dann höchste. Ich glaube, das ist schon ziemlich strong, ne? Aber wenn wir halt noch ein bisschen Zeugs von Jan Kutku hätten... Guck mal, wie hoch der Schaden angeht, ne? Plus Feuerelement. Oh, holy. Ah nee, das Feuerelement zum Beispiel trifft wahrscheinlich dann nur... Also wir machen wahrscheinlich dann nur mehr Schaden, wenn das Monster Feuerschwäche hat, ne? So war das, glaube ich. Ah, ich hätte vielleicht zwischendurch nochmal ein bisschen was fahren müssen. So, die Rider-Rüstung hatten wir schon auf Max. Ja, Drachengeschwachpunkt, sehe ich gerade. Okay. Hier können wir nichts weiter machen. Wir könnten aber eine neue theoretisch schmieden. Die Kutku-Rüstung ist halt auf jeden Fall besser als meine aktuelle auf der normalen Stufe. Selbst die Banhabra-Rüstung. Mit der sehe ich schon eigentlich ziemlich schick aus, oder? Muss man ja sagen. Aber ich mag die Rider-Rüstung, also die Standard-Rider-Rüstung gerade vom Aussehen her gerade. Ich mag die gerade wirklich. Ohne Shit. Ich mag die. So, den Bogen konnten wir auch nicht weiter verbessern, oder? Und den Hammer. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Doch, können wir. Oha, warte mal, 12 Punkte brauchen wir hier. Ach, guck mal, die Prachtfeder gibt instant 10 Punkte. Krass. Ach, guck mal, hier unten hatten wir kein Zeug. Ah, okay, das hat sich natürlich erledigt. Der haben wir noch. Ach, der war auch schon auf Max. Okay. Ja, gut. Schade. So viel können wir noch gar nicht machen hier. Ist auch nur eine Demo. Ist okay. Ist okay. Aber gut, dann hätten wir das auch mal geklärt. Vielleicht habe ich auch irgendwas übersehen jetzt. An sich irgendwie neue Waffen, die ich hätte basteln können, die stärker sind und die ich ja auch upgraden könnte. Aber ich glaube, das mache ich dann nochmal in einem separaten Stream, wenn wir die Demo soweit durchgezockt haben, dass ich nochmal alles zusammenfarme. Um zum Bau des Wächterrater zu gelangen, müssen wir dem nördlichen Pfad folgen und durch den Wald auf dem Berg. Alles klar. Normalerweise ist der Zutritt verboten, aber da wir die Erlaubnis des Oberhaupt gar haben, dürfen wir hinein. Er sollte nicht so schnell lesen. So, dann reiten wir mal wieder. Ich weiß, irgendwie konnten wir auch schneller reiten. So stürmen, aber ich glaube, wir hatten die Fähigkeit jetzt nicht dabei, ne?
Nee, das ist nur absteigen, das wollte ich nicht. Nee, funktioniert nicht. Ich habe erstmal alles gerade durchgeklickt. Funktioniert aber nicht. Ich guck gerade noch, ob wir hier so einen seltenen finden, aber ich glaube, das ignoriere ich dann ja auch einfach mal eben schnell getrost. Weil wir wollen ja jetzt im Wald, ne? Wir wollen ja jetzt im Wald. Die sind ja auch nur am Fressen. Eigentlich typisch ich, wenn ich gerade nicht irgendwie am Streamen bin oder sonstiges. Oh, guck mal, eine Schlangenbienenlarve. Kriegen wir hier auch nochmal eine? Tatsächlich, damit haben wir die Quest fertig. Wurde wunderbar unten links angezeigt. Nice. Ah, hier kommen wir in den Wald. Das war nämlich vorher gesperrt. Genau das, was ich halt meinte hier. Und ja, dann gehen wir einfach mal instant rein hier, ne? Der Wächter Ratterwald. Oh, man. Natürlich da dann auch hier Velocitromo und Velocipres rum. Geht durch den Wald, bis ihr zum Bau des Wächterratter gelangt. Aber Vorsicht, der Pfad wird nicht oft benutzt. Heißt? Es könnte einstürzen, oder was? Oh, können wir noch was sammeln? Sieht nicht so aus. Hallo, oh, warte, hier ist noch nicht. Das sind alte Ruinen hier, ne? Also es war mal eine andere Zivilisation hier. Schwieriges Wort, ey. Na, gib her. Hier noch irgendwas? Na. Ah, da kommt wieder der Rollenspieler in mir raus. Alles looten, weil es könnte irgendwo versteckte Items geben. Oder irgendwelche Secrets, Easter Eggs oder sonstiges. So, wir kommen wieder hoch. Wahrscheinlich von oben irgendwo wieder rüberspringen, ne? Genau, da geht's hoch. Oh, Mehlweizen. Ah, guck mal, Donuts können wir wahrscheinlich auch schon wieder übelst viel machen. So, und was dachte ich? Einmal rüberspringen, bitte. Upsala. Okay, gebratenes Steak. Hier gibt es aber nicht so was wie Ausdauer, ne? Wofür sind die? Wollen wir mal kurz schauen? Ein gekonnt gebratenes Steak stellt 150 TP wieder her und regeneriert weitere TP über 5 Runden. Ah, ja, genau. Nice, nice. Nö. Tschüss. Ah, hier ist auch noch ein Item. Wie komme ich, ich meine, Kiste, wie komme ich denn da hin? Da oben oder was? Das ist ja jetzt frech. Wie komme ich denn da hin? Ich möchte jetzt auch ungern gegen... Ah, hier. Hier hoch und dann... Okay, okay. Aber da habe ich kein gescheites Monster für. Monsti? Nicht Monster? Das sind alles Monstis hier. Oh. Giftpilze? Oh, diese Sammelwut, ne? Die hat nicht nachgelassen. Ich muss einfach alles einsammeln. Ich hab da noch was glitzern hören. Was war denn das? Ah ja, der Schmetterling hier. Na, gib mal her. Eine Silbergrille. Das war auch wieder eine Rarität, ne? Also damit haben wir die Quest definitiv fertig. Und wir waren hier noch nicht drin, ne? Einen Moment. Ah, diesmal habe ich sogar geschafft, mich zu muten. Haha. Musste gerade mal kurz mal niesen. Warte mal, das ist, ist das schon der Bau hier? Nee. Die Frage ist, müssen wir jetzt hoch oder links lang? Gute Frage, ne? Ich gehe erstmal links lang, weil ich glaube, wir müssen hoch lang. Aber da ich ja gerne alles erkunden möchte. Ah, okay, das ist jetzt nicht so geil. Shit. Ich wollte ihn ausmanövrieren, aber hat nicht so gut geklappt. Oh, sogar mit dem Velocidrome. Oha, was denn jetzt? Wenn deine Stufe deutlich höher ist als die der Monster, gegen die du kämpfst, kannst du unten in den Kampfbefehlen schneller Finish auswählen, um den Kampf sofort zu gewinnen. Diese Option ist nicht für alle Monster oder für Kämpfer, die Teil der Geschichte oder von Nebenquests verfügbar. Das ist ja mal geil.
Wie gut ist das denn bitte? Kriege ich dadurch auch S? Tatsächlich. Oh, damit kann man dann übel schnell Zeugs farmen. Das ist ja interessant. War das im ersten Teil auch schon? Nicht sicher. Ich glaube nicht, oder? Bin ich mittlerweile schon so hoch vom Level? Warte mal, welches Level bin ich denn? Stufe 10. Haben wir ein Cap erreicht? Nee. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Funktioniert das jetzt immer? Einfach mal ausprobieren. Easy. Vor allem kann man halt so auch übel schnell leveln, ne? Also die geben ja trotzdem relativ gute Erfahrung noch. Einfach mal per Velocitrom umnieten hier. So, müssen wir hier tatsächlich weiter? Da muss ich doch nochmal zurück. Oder würden wir bei beiden Wegen dahin kommen? Da ist zum Beispiel noch eine Kiste. Ah ja, okay. Wir gehen nochmal zurück. Also wir wollen natürlich alles haben. Oh, da ist noch Honig, das ich nicht gesammelt habe. Ah, hier waren die ersten, ne? Genau. Halt, hier lang. Ja, da werde ich halt, glaube ich, alle umballern. Ob ich den auch schon... Also, die Banhabra müssten ja dann auch funktionieren, oder? Wenn die mal runterkommen. Ach, das ist natürlich nicht so geil. Ah, die gehören alle zusammen. Okay. So, und hier funktioniert das nicht. Hier habe ich keinen schnellen Finish. So, die Banhabra wollen mich zuerst. Schnittwaffen habe ich hier noch nicht ausprobiert. Machen wir das mal. Banhabra. Und das waren Technik, ne? Gehe ich natürlich auf Kraft. Er ist nicht down gegangen. Oh, das sind blaue. Waren die immer blau? Nicht sicher. Interessant. So. Was war jetzt mit Schnitt? Nein. Schnitt ist hier nicht sehr effektiv. Ich würde gerne aber erst den Banhabra wegmachen. Ach, was machst du denn, Ranma? Ich habe eine Medaille erhalten. Außergewöhnliche Rider. Rider. Müssen wir mal gleich schauen. Oh, was hat die Guluja... denn jetzt die ganze Zeit gemacht? Nochmal kurz Schwert ausrüsten, dann hätten wir hier auch gleich alles getestet. Er war Technik, oder? Ja. Ich glaube, er war auch Technik. Kurz nochmal einen Tick beschleunigen hier. Alright. Irgendwas macht er. Er holt, glaube ich, sein Ei jetzt raus. Sein Ei, sein Stein. Gehen wir direkt auf den Hammer. Gebrochen. Damit könnt ihr finishen, oder? Ja, nice. Dauert tatsächlich noch ein bisschen länger. Okay, wir haben noch keinen Cap erreicht. Wir können immer noch leveln hier. Easy peasy. Tatsächlich noch S. Ich dachte tatsächlich, dass wir zu lange gebraucht haben. Okay, immer her damit. Habe ich gerade Sandy bekommen? Nicht sicher. Ah ja, gut. Ich hätte gleich hochlaufen sollen. Hm.
Mein Bauch, Instinkt, Gefühl, mein Bauchgefühl, das wollte ich sagen, genau. Hat mich wieder im Stich gelassen. Eine Brandsalbe. Übereinstimmender plus 1, kritischer plus 1. Okay, direkt mal nachschauen, was das ist. Wo ist das? Da. Erhöht Doppelangriffsschaden etwas. Okay, nice. Machen wir ja eigentlich ziemlich oft, ne? Warte mal, synchronisieren ist 1 und kritisch erhöht kritische Rate etwas. Ah ja, guck. Und das ist erhöht Konfrontationsschaden. Wir machen das. Das ist natürlich um einiges besser, ne? I guess. Dass man hier den kritischen Schaden nochmal schön hochballern kann. Wild. Ich will nachher... Oh, ich hoffe, es gibt nachher so Builds, wo du nachher tatsächlich 100 kritische Rate haben kannst. Sodass du nur kritisch triffst. Ah, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was man hier nachher alles so basteln kann. Um der allerbeste zu sein. Oh yeah. Würde trotzdem gerne mal sprinten. Aber es funktioniert einfach nicht. Oh, einfach geradeaus. Upsala, ich wollte noch nicht rüberspringen. Hat nicht so gut funktioniert. Gut, wir müssen aber erst gleich durch sein hier, oder? Oh. Sammeln. Ne, hier nichts sammeln. Okay. Hier auch nichts sammeln. Aber hier sammeln. In Minecraft bin ich auch eher der Sammler als der Bastler. Sieht hier wild aus. Ich muss sagen, es sieht schon wunderschön aus. Ich müsste den eigentlich mal umhauen, ne? Müsste den wirklich mal umhauen. Hier haben wir auch noch Banhabra sag ich schon. Conchus. Ach komm. Wir haben Zeit. Wir brauchen das Zeug tatsächlich. Und ich werde auf jeden Fall im Offstream tatsächlich dann auch noch den bisschen farmen und die anderen farmen, damit ich ein bisschen Zeugs habe. So, wenn du... Ah, du gehst auf mich. Okay, machen wir das so. Ey, mach doch nicht diesen. Ich wollte ihn wegmachen. Jetzt greife ich wahrscheinlich nicht den anderen Conchu an, ne? Nein. Okay, aber der andere Conchu greift mich an. Hör doch mal auf! Menno! Jetzt habe ich 2 Angriffe komplett verballert. Oh, hä? Das tut doch weh. So, Waffe wechseln. Wieso hat der eigentlich schon so einen Balken? Kopf. Haben wir noch nie auf den Kopf gehauen bei ihm? Dankeschön. Ja, nice. Wieder eine Medaille. Erfahrener Teilzerstörer. Ja, nice. Kriege ich schon die ganzen Medaillen jetzt hier. So, Bogen war effektiv. Aber wir haben noch nicht die anderen ausprobiert. Das ist normaler Körper, ne? Während er liegt. Aber wir können hier so viel ausprobieren. Ich hoffe, das wird tatsächlich nachher auch angezeigt in der Monsterklopädie. Habe ich noch gar nicht nachgeschaut. Jetzt sehe ich es natürlich nicht mehr, ne? Sieg nach 4 Runden. Das ging aber relativ schnell, oder? Ging eigentlich schon gut schnell. Aber trotzdem nur ein A-Rang. Schade. So. Alles einsacken. Jetzt muss ich erstmal wirklich gucken in der Klopädie, ob wir tatsächlich jetzt sehen, was für Schwachstellen der hat. Leitmonster? Ne, hier war es nicht. In der... Lexika? Oh, okay, warte mal. Wähle Lexika im Camp-Menü und öffne die Monster-Klopädie, genau. Um dir Informationen über alle Monster anzusehen, denen du schon begegnet bist. Mit dem Katzerwand kannst du in die Habitate erlegter Monster reisen. Die Monster-Klopädie erhält Informationen über Monstis, mit denen du im Laufe deiner Abenteuer Bindungen eingegangen bist. Du kannst sie benutzen, um nachzusehen, wie das Ei eines jedes Monstis aussieht und um mit dem Katzerwand in ihre natürliche Habitate zu reisen. Das Buch der Gene erfasst alle Gene, auf die du und deine Monstis zugreifen könnt, inklusive Auskunft dazu, welchen Effekt jedes Gen hat und welche Monstis es benutzen können. Nice eigentlich. Aber erstmal will ich hier rein. So, Jan Kutku haben wir hier. Wir haben 2 bekämpft
und zwei getötet. Dieses Monster weist einen üppigen Schnäbel auf und fächerähnliche Ohren stellen sich auf, wenn man sie erzürnt. Die Feige spielt sich hat zur Flucht perfekte, geschickte, flinke Beine. Doch zeigt sie kleinen Kreaturen, die in ihre Revier eindringen, wenig Mitleid. Konchus sind Nahrung für Jan Kunku. Naja, eigentlich haben sie jetzt gerade mit ihm gekämpft, ne? So, Habitat ist Insel Hakolo. Bricht den Kopf mit einer Stoßwaffe, um Rückzugrate zu erhöhen. Aha. Eine Stoßwaffe? Also mit Schwertern, oder was? Mhm. Ah, guck mal, hier, Kopf. Da sehen wir zum Beispiel, der Hammer war nicht sehr effektiv. Das war das Einzige, was wir halt ausprobiert haben. Aber ich würde gerne auch die anderen Teile jetzt sehen. Wir sehen jetzt gerade nur den Kopf. So, das würde ich jetzt gerne mal bei den anderen schauen. Hier gibt es keine weiteren Informationen. Aber bei Velocitrum haben wir doch auch schon so ziemlich alles einmal angehauen, oder nicht? Ah, hier, guck mal, beim Fels. Hier wird nur Fels angezeigt. Keine anderen Sachen. Was ist Pucke Pucke? Mal gucken. Hey, da haben wir doch schon mit Waffen angegriffen, oder? Warum werden hier nicht gezeigt, was jetzt nicht so effektiv ist und was nicht? Aber, man kann es sehen. So. Und die Informationen werde ich auf jeden Fall alle nochmal zusammentragen, weil ich dazu auch noch ein paar YouTube-Videos raushauen wollen würde. So, und es gibt halt ganz viele Monster. Und ich kann hier halt... Ach doch, ich kann jetzt weiterklicken hier. So, und das sind auch ganz viele... Guck mal, hier sind auf jeden Fall welche nicht ausbrütbar. Also das blaue Ei hier unten heißt, dass man die ausbrüten kann. Also es gibt 128 Monster, aber nicht 128, die man ausbrüten kann. Wie viele es tatsächlich sind, muss ich mal schauen. Okay, es gibt bis 217. Okay, es gibt wesentlich mehr. 128, die wir aber bisher nur sehen können wohl. Genau, weil es gibt ja noch viele, ganz viele, die wir durch DLCs bekommen. Boldrome, noch nicht besiegt. Als ob, na klar habe ich den schon besiegt. Was laberst du? Bekämpft ein. Oder haben wir den nicht besiegt? Ah nee, wir mussten ja abhauen, ne? Stimmt, wir mussten abhauen, weil der Anjanat kam. Oh, okay. Wir müssen noch ein bisschen was machen. So, Leute. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das tatsächlich hier noch dauert. Deswegen muss ich tatsächlich hier an dieser Stelle einmal unterbrechen. Es tut mir leid. Ich weiß. Von daher, es freut mich aber trotzdem, dass ihr wieder zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst einfach mal einen Daumen nach oben da. Lasst ein Kommi da, wenn ihr gerade mal Lust dazu habt. Und falls noch nicht getan, auch gerne ein Abo. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.